Hier mitten in Kassel steht die St. Elisabeth-Kirche, die im vergangenen November eingestürzt ist. Inzwischen wurde ein Notdach eingezogen und die Gerüste weisen darauf hin, dass man sie wieder aufbauen will, mit großer Hoffnung. Ein Bild, vielleicht auch für unsere Welt, ein Sinnbild für das, was auch in unserer Welt derzeit einstürzt oder zerstört wird, wenn wir an die vielen Kriege und Krisensituationen denken, aber auch an das, was vielleicht in unserem persönlichen Leben einstürzt, wenn Krankheit oder Tod einbricht, wenn Hoffnungen zerstört werden. Aber vielleicht auch ein Bild für den Karsamstag und Karfreitag. Was ist nicht alles eingebrochen für die Männer und Frauen, die Jesus begleitet haben, als er am Kreuz umgebracht worden ist? Und erst recht für das, was alles mit ihm auch an Hoffnungen gestorben ist. Doch wir stehen vor dem Osterfest und Ostern sagt uns, dass es weitergeht mit Leben, dass Gott ihn und uns nicht im Stich lässt, dass wir auch durch den Horizont des Todes blicken können, dass er aus dem Tod mitten ins Leben gegangen ist und man konnte ihn nicht fesseln und erst recht seine Liebe nicht. Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, ermutigendes Osterfest, dass Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten aufstehen für all die Zerstörungen unseres Lebens und unserer Welt, wo wir mit anpacken können, Hoffnung geben, Atemräume des Glaubens schaffen. Und ich danke Ihnen auch im Namen des Bonifatiuswerkes, wo Sie uns im Gebet begleiten, wo Sie hoffnungsvolle Räume unterstützen, wo wir auch mithelfen, dort, wo es Zerstörung gibt oder Leben zu unterstützen, dass es weitergeht. Und ich wünsche Ihnen die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Gott hat uns sein Wort gegeben in Jesus Christus und er hält Wort.